Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Song of Horror. Wir befinden uns immer noch in Episode 5. Wir befinden uns immer noch in der verlassenen Jeremy Hartwood Psychiatrieklinik und wir beschäftigen uns immer noch mit diesem zerrissenen Foto und dem Code, der angeblich darauf versteckt sein soll. Wir haben einen Hinweis darauf. Ja, von der höchsten bis zur niedrigsten sind alle Zahlen auf dem Foto zu sehen. 7. So, mein größtes Problem ist, wisst ihr, was man... Also zum einen, ich kann mir diesen dämlichen Zettel nicht anzeigen lassen, ohne dass unsere übersetzte Einblendung kommt. Zum anderen hat das Spiel sich offenbar noch nicht das aktuellste Update heruntergezogen. Es gab nämlich in der Community durchaus einige Kritik an diesem Rätsel hier, was die Entwickler dazu geführt hat, das Rätsel ein bisschen abzuändern und insgesamt weniger kryptisch zu machen. Und die Hinweise darauf, was jetzt relevant ist und worauf es hier an dieser Stelle dann letztendlich ankommt, die stehen jetzt rein theoretisch auf diesem kleinen Hinweiszettelchen. Oder beziehungsweise die sind da notiert. Aber zum einen ist mir da gerade beim Draufgucken tatsächlich nicht wirklich irgendetwas aufgefallen. Zum anderen haben wir halt ständig dieses Overlay, was sich da drüber legt, weil es der Meinung ist, wir müssen jetzt unbedingt eine Anzeige kriegen, die den Text, der auf diesem Zettel steht, in irgendeiner Art und Weise übersetzt. Glücklicherweise für euch und für uns wird uns das heute nicht davon abhalten, unser Abenteuer hier an dieser Stelle fortzusetzen, denn ich bin in meinen Recherchen letztendlich natürlich auch auf den tatsächlichen Code gekommen, beziehungsweise ja, ich habe dann am Ende einmal nachgeguckt, um einfach nochmal zu bestätigen, dass die Lösung, die ich erarbeitet habe, die richtige ist, damit ich mit Sicherheit weiß, dass wir hier in der aktuellen Aufnahme dann tatsächlich auch weiterspielen können, aber tatsächlich bin ich selber drauf gekommen, mit Hilfe dieses Hinweises, der uns hier im aktuellen Spiel halt irgendwie noch fehlt. Und zwar im Forum auf Steam, im Song of Horror Forum, haben sich die Entwickler in einem Thread tatsächlich selber zu diesem Rätsel geäußert und haben dann da auch schon ein paar Tipps und ein paar Hinweise gegeben und am Ende dann auch die tatsächliche Lösung für diejenigen, die einfach so eine absolute Vollblockade hatten und da wirklich gar nicht weitergekommen sind. Und da haben sie auch einen Link gegeben zu dem neuen Hinweiszettelchen, mit dem das Rätsel jetzt eigentlich laufen soll, der es tatsächlich um einiges einfacher und offensichtlicher macht. So viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Nur der ist anscheinend noch nicht hier drin. Oder? Ich kann es nicht erkennen, weil ich den Hintergrund nicht richtig erkennen kann. Nee. Das ist noch der alte Zettel. Da sind jetzt nämlich so ein paar Symbole auf diesem Zettel notiert, neuerdings, die uns relativ genau dann anzeigen, auf welche Dinge wir hier tatsächlich zu achten haben. Und zwar sind... Also wir haben ja hier schon den Hinweis, ich lese es nochmal kurz vor, von der höchsten bis zur niedrigsten sind alle Zahlen auf dem Foto zu sehen. 7. 7 ist schon mal der Hinweis darauf, wir suchen insgesamt 7 Zahlen, die wir für diesen Code brauchen. Und dann haben wir noch den Hinweis von der höchsten bis zur niedrigsten. Das heißt, wir fangen mit der höchsten Zahl an und hören bei dem Code dann dementsprechend natürlich auch mit der niedrigsten Zahl auf. Und die Sachen, die sie tatsächlich haben wollen für diesen Code, ist zum einen... Die Gesamtanzahl der Leute, die sich in diesem Bild befindet, die Gesamtanzahl aller Bartträger in diesem Bild, die Gesamtanzahl aller Brillenträger in diesem Bild, die Gesamtanzahl aller Menschen mit Kitteln/weißer Kleidung, die sich in diesem Bild befinden,
Die Gesamtanzahl aller Menschen mit Anzügen, Schrägstrich schwarzer Kleidung, die sich in diesem Bild befinden. Die Gesamtzahl der Menschen, die sitzen. Und last but certainly not least, die Gesamtzahl der Leute, die in diesem Bild stehen. Das ergibt einen Code und den gehen wir jetzt mal eingeben. Und werden auf dem Weg wahrscheinlich gleich nochmal angegriffen. Weil ich jetzt unglaublich lange dafür gebraucht habe. Entschuldigung. Es würde mich auf jeden Fall nicht überraschen, wenn wir da jetzt nochmal angegriffen werden würden. Ist das der richtige Weg? Das ist der richtige Weg. Ich war gerade leicht irritiert. Ich war mir nicht so ganz sicher. Achso, die medizinische Standardausrüstung. Ich habe gedacht, wir hätten da vielleicht noch irgendwas entdeckt, aber nö. Nö, wir haben da nicht noch irgendwas entdeckt. Oh, Leute, ich sehe es schon kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis The Silence wieder da ist. Und ich hasse The Silence. Das habe ich schon mal gesagt und ich werde auch nicht müde. Das ist mal wieder. Nein, du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein, habe ich gesagt. Lydia, diese Tür bleibt zu. Oh, The Door ist meiner Meinung nach tatsächlich noch mit das einfachste Event, oder? Ja, aber wisst ihr, was jetzt das grundlegende Problem in der aktuellen Situation ist? Wir wollen ja eigentlich durch diese Tür da rein, ne? Ach, ist das geil, wenn man zu lange an der Tür lauscht, dann greift die nochmal an. Okay, ist jetzt aber ehrlich gesagt doch ganz schön belastend. Jetzt stehe ich hier und denke mir, jo, gut. Wie lange braucht denn so eine Entität normalerweise, um einen Raum zu verlassen, von dem aus sie uns hier gerade angreifen wollte? Weil das ist ja der Raum, in dem es jetzt weitergeht. Ne? Das ist der einzige Raum, in dem wir jetzt in irgendeiner Art und Weise irgendwas machen müssen. Dann stehen wir davor und warten, bis die Entität verschwindet. Ich habe aber auch Angst, jetzt einfach... Ich vermute einfach mal, dass das jetzt reichen wird. Und wir geben jetzt mal den Code ein. So, habt ihr euch gemerkt, was wir brauchen? Ich habe es ja gesagt. Ich kann es ja nochmal an dieser Stelle nochmal ganz kurz... Also, wir brauchen die Anzahl der Leute, die stehen, die Anzahl der Leute, die sitzen, die Anzahl der gesamten Leute, die Anzahl der Brillenträger, die Anzahl der Bartträger, die Anzahl der Leute in weißer Kleidung und die Anzahl der Leute in schwarzer Kleidung. Und das ergibt, wenn man die Zahlen dann in die Reihenfolge bringt, von der höchsten bis zur niedrigsten einen den Code 7, 6, 4, 3, 3, 3 und 1. Die Tür ist offen. Ein weiteres Hindernis, das ich aus dem Weg geräumt habe. So, wir sind schon wieder halb durch die Folge durch. So, ich hoffe, die Dings ist jetzt nicht mehr da. Sonst haben wir ein Problem. Ne, alles ruhig. Und hinein. I see some notes there. Let's have a look. Dr. Baroness Prestigard. It's a good start. Today's session with Ariadne was by far the most productive to date. Not because of the conversation we had, for her mind continues to adhere to the usual extravagant patterns, but because today she asked to get her things back, which led me to a surprising discovery. Down in the storage room, I was convinced I would not find any of the belongings taken from her when she was admitted, but there was nothing further from the truth.
There was a diary and a music box. Whoa, was? After handing the box to Ariadne, I quickly browsed through the diary, which apparently belonged to her father. And that's where it gets interesting. After years of researching paranormal phenomena, Argus Legrand's investigation led him to the Abbey of St. Cecilia, where a cursed concert had supposedly taken place. After spending a considerable amount of money, he got his hands on the only remaining sheet music from the concert and convinced an acclaimed musician to play the music one more time. The new cursed concert would take place on a steamer that would sail down the Rhine a few weeks later, and both Legrand and his assistants would be there to contemplate the true effects of the song. After the concert, the tycoon wrote the following in his diary. Those ignorant, illiterate fools. I can only laugh at their curse and their stupidity. The only misfortune that damn song has brought is a hole in my bank account. Alas, at least I take the melody with me. I will have it recorded and play it each day for my family. Ha! Those drunk, lazy bastards. Their misfortune was caused by their own stupidity and bad blood. Wanting to put the blame on a song is yet another sample of their total lack of culture. Argus Legrand never knew that the steamer suffered a strange accident just hours after he got off that killed everyone on board. And yet his thoughts on the melody eventually changed. They did indeed change. Dun, dun, dun. I can't believe it. Daniel wasn't exaggerating. This is much worse than I ever imagined. So, Sicherheitsbereich. Kann ich das jetzt nochmal? Mist. Anscheinend ist Berenice Prestigard auf etwas wirklich Großes gestoßen. Ich muss weitere Forschungsdaten finden. Okay, aber sie lässt uns nicht die hier einfach nochmal... Alter, ich drücke nach oben, ne? Ich drücke nach oben und Lydia ist nicht in der Lage, nach oben zu gehen. Alle Arten von Handbüchern für 80 Jahre alte Geräte. Und auch einige Dokumente über Sicherheitsverfahren. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich suche. Die Tür da ist die, durch die wir gekommen sind. Ja, das ist die Tür, durch die wir gekommen sind. Okay. Ist auch wichtig, muss man auch mal geklärt haben. Die Dokumente in dieser Mappe haben die Zeit nicht überstanden. Was haben wir hier noch? Es ist so schade, dass diese Filmrollen verkommen. Filmrollen. Das ist ja eventuell auch nochmal eine überaus interessante Möglichkeit, hier noch an irgendwelche Informationen zu kommen. Aber wahrscheinlich geht es jetzt hier nach rechts weiter. Ach du Scheiße, vor allem geht es dann nach oben weiter, ne? Ja, das wird ja lustig. Vollständig blockiert. Ich kann sie von hier aus auch nicht öffnen. Dort befinden sich die Gummizellen. Es ist entsetzlich. Oh Gott, nein. Muss ich da noch hin? Ich muss doch da nicht noch hin, oder? Lauschen wir doch einfach mal an dieser Türe und wie Sie hören, verehrte Damen und Herren, hören wir tatsächlich nix. So, ich gucke nochmal nach hier unten. Ich gehe aber tatsächlich erst nach oben, wenn wir hier unten fertig sind. Okay. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ich mache ein Stockwerk nach dem anderen. Ist vielleicht eine scheiß Idee. Da auch schon mal kurz dran. Ja, schon noch nochmal sicher gehen. Wir haben ja nur Lydia hier. Ah, jetzt. Ja, wunderbar. Ich glaube, der Projektor funktioniert noch. Unglaublich. Was haben wir hier? Es scheint ein audiovisuelles Dokumentationsarchiv aus dieser Zeit zu sein. Da könnte etwas Nützliches drin sein, wenn es mir gelingt, es zu öffnen. Wir müssen auch im Hinterkopf behalten, dass wir bei dem Generator noch umstellen können.
auf Aufzug und auf Leichenhalle, wenn das dann irgendwann relevant wird, ne? Was ist das hier? Beziehungsweise will ich wirklich wissen, was das ist. Das macht mich nämlich nervös. Oh Gott. Scheiße, Daniel, du hattest recht. Das hier ist kein Witz. Verdammte Scheiße! Meine Puppe, ich dachte, es wäre etwas anderes. Und hier? Es würde wahrscheinlich hier unten passen. Ah! Es cremt sich auch gleich mit der Lotion ein, ja? Wenn es schon mal dabei ist und anfängt, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen. So, wir brauchen Filmmaterial. Warte mal, Moment. Wo ist die Tür da hinten in der Ecke? Ist sie? Was ist das hier? Klebt da, hängt da was? Nein. Doch. Die Leinwand ist riesig. Jetzt muss ich nur noch einen Film finden, der auf dem Projektor abgespielt werden kann. Ja, und hinter der Leinwand, aber da kommen wir nicht hinter, ne? Da ist nämlich noch eine Tür. Okay, das heißt, hier kommen wir später nochmal hin. Wenn wir entweder den Schlüssel haben. Oder alternativ einen Film für den Projektor. Oh, also bis jetzt ist dieses Kapitel tatsächlich nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Es ist nicht ohne. Aber ich hatte was wesentlich Schlimmeres erwartet. Dass wir hier wirklich mehr gejagt werden als vorher. Dass sich vielleicht hier auch die Entität in Echtzeit bewegt und wir müssen vorher weglaufen oder solche Sachen. Gut, das könnte alles noch kommen. Natürlich könnte das alles noch kommen. Ach du Scheiße. Aber es ist doch... Es ist viel klassischer, als ich... Also im Vergleich zu den anderen Episoden ist das hier viel klassischer, als ich befürchtet hatte. Es sieht so aus, als hätten sie nie zu Ende gebracht, was sie angefangen haben. Ich bin ehrlich gesagt auch schon sehr gespannt darauf, wie es alles ausgeht. Ich werde es heute nicht erfahren, bedauerlicherweise. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass ich in knapp 20 Minuten diese Episode nicht durchspielen werde. Und mehr Zeit habe ich leider dann heute auch nicht zum Aufnehmen. Ich höre etwas hinter der Tür, aber es ist definitiv nicht die Entität. What the fuck? Oh. Dieses Loch verbindet die beiden Räume. Es scheint, als hätte es jemand auf der anderen Seite abgedeckt. Wow. Das Klavier ist mehr oder weniger in einem ziemlich guten Zustand. Alter, die Musik auch dazu, ne? Ich mag den Gedanken nicht, wieder in einen Schrank zurückzugehen. Aber wir haben hier ein Versteck und das ist das Wichtige. Das ist das Klavier, okay. Ach, das Klavier ist ein Puzzle. Gut, gucke ich mir gleich an. Jetzt erstmal hier. Ich vermute, dieser Patient hatte vor, all diese Lieder zu proben. Musik kann bei psychischen Erkrankungen wirklich helfen. Ich bin froh, dass dieser Patient seinem Hobby nachgehen konnte. Oh, eine alte Schreibmaschine. Okay, gut. Klavier. Haben wir da irgendwelche Hinweise? Nein, nicht mal ansatzweise. Gut, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Rätsel, was wir an dieser Stelle noch nicht lösen können. Wir haben ja noch mehr als genug Räume hier, ne? Ich habe halt vor allem Angst vor irgendwelchen Instant-Death-Geschichten. Ja, wenn ich mich mit so einem Minispielchen wehren kann und dann verkacke, ist das eine Sache. Instant-Death ist immer noch was anderes. Es sei denn, es sind halt so absolut offensichtliche Geschichten wie, dass ich nicht in diese schwarze Pampe fassen sollte, da in der ersten Episode und sowas, ne? Siehst du?
zu einer anderen Seite verschlossen. Ich nehme an, sie führte in den Personalbereich. Fuck.